Jo, servus und hallo zurück zu einer weiteren Folge bei uns im Karrieremodus und heute geht's endlich wieder weiter in der Champions League. Ich bin mega hyped auf das Ding und wie ich es euch versprochen habe, werden wir die restlichen Champions League Spiele auf Weltklasse spielen, weil naja, wir haben gegen PSG zweimal jetzt gewonnen und das war irgendwie, ja, ein bisschen komisch, würde ich mal sagen. Jedenfalls haben wir heute AS Rom, das simulieren wir gleich einmal und ihr seht es da unten an der Tabelle schon, wir sind genau 5 Punkte vor PSG. Das heißt, sollten wir gegen Rom und Fenerbahce beide Male verlieren, hat PSG immer noch die Chance, uns zu überholen. Kann passieren, sollte nicht passieren, passiert auch hoffentlich nicht. Aber wir spielen jetzt auf jeden Fall auf Weltklasse, damit das Ganze überhaupt noch spannend wird, ob wir wirklich weiterkommen. Also, wir werden AS Rom verunsichern, weil sie spielen gegen ein mega confidentes Team heute. Ich bin richtig gut drauf. Meine ganzen Maturas oder Abituren sind vorbei. Bin einfach nur gehypt. Jetzt muss ich auf mein Ergebnis warten und ihr seht es da, wir haben noch immer ein riesen Transferbudget und werden einmal in die Transferzentrale schauen, weil ich glaube, ich werde mir Sancho kaufen. Das ist glaube ich nicht so schlecht, der ist ziemlich jung, mit 75. Ich würde sagen, wir werden einen Kauf vorschlagen für 13,5 Millionen. Oder wir zahlen die 15 und überspringen die Vereinsverhandlung. Wir werden das machen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie wir das nächste Mal machen sollen. Ob wir das weiterhin mit dem so machen sollen oder nicht. Also haben wir die Freigabesumme jetzt einmal vorgeschlagen zu bezahlen. Weil ich glaube, der Sancho, der könnte so ein kleiner Gamechanger bei uns werden. Im Mittelfeld. Der wird dann natürlich spielen statt, keine Ahnung, vielleicht Junuzovic oder so, weil der ja doch schon recht alt ist. Ja, sehen wir dann. Team passt, glaube ich, auf jeden Fall so, wie es gerade ist. So ist es. Und so starten wir ins Spiel gegen Rom. Ich muss sagen, es ist die erste Folge, die ich heute aufnehme. Von, ich glaube, wahrscheinlich zwei. Und so ein bisschen nervös bin ich schon vor dem Game. Also jetzt nicht wegen irgendwie, sondern, naja, es ist halt immer noch AS Rom auf Weltklasse. Das ist sicher nicht zu unterschätzen. Wir sind sicher stark. Ja, und so wird es nichts. Aber ja, Dabur. Dabur, der wird wichtig sein. Also ich bin echt gespannt, ob er da jetzt was reißen kann oder nicht. So, und los geht's. Wir starten in das Game rein. AS Rom, Weltklasse. Gut, das wäre besser gegangen, wenn er gleich losgelaufen wäre. Aber bisher ist es so schlecht ausgeschaut. Oh, und der Bur mit dem ersten Schuss. Der war, naja, nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, aber es war nicht so schlecht. Er war wenigstens mal mitten aufs Tor. Und den Hammer. Das ist. Und ja, sollten wir Sancho bekommen, dann werden wir den natürlich in den Himmel trainieren. Also der wird nur mehr Training, Training, Training haben, der Typ. Sehr schön. Sowas kann drinnen sein, muss man dazu sagen. Ich war gerade ein bisschen fokussiert, sorry. Und das war jetzt echt knapp. Also das war schon die erste richtig gute Chance und bisher würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall die spielbestimmende Mannschaft. Mein Gott, das sind gerade mal 10 Minuten vorbei. Aber schaut nicht so schlecht aus. Jarabi ist halt leider extrem schnell, der ist richtig schnell. Aber der ist vom Tor ein bisschen gefährlicher als beim Flanken. Sehr gefährlich und den haben wir noch. Wichtig, dass wir den noch haben, also auf jeden Fall GZ an Beifonnen, das hat er sehr gut gemacht. Ja, den wollte ich eigentlich nicht anspielen, aber okay. Okay. Also das. Ja, aber ich muss also sagen, Köhn ist inzwischen halt auch schon wirklich stark. Also der Typ hat sich mega gut entwickelt bei uns. Wenn man jetzt so daran denkt, an die ersten Folgen, wo er bei uns im Tor war. Da war er halt schlecht, wenn wir ehrlich sind. Ich kann mich noch erinnern, bei seinem
bei seinem Europa-League-Debüt. Keine Ahnung, wer von euch da schon dabei war. Also das war eine richtig schlechte Leistung damals. Also da habe ich schon bessere Leistungen gesehen von Tormännern als der bei dem Debüt. Aber um das soll es nicht gehen. Köln ist mega heftig geworden. Und das ist das Einzige eigentlich, was zählt, weil, naja, was damals war, interessiert ja keinen. Aber inzwischen wacht AS Rom auf, so fair muss man sein, Sharabi am Ball. Und wieder rettet Köln. Also, ihr seht schon 5 Paraden von Köln schon in dem Spiel. Das spricht nicht für unsere Verteidigung. Aber 5 Paraden spricht für unseren Torwart. Der kann das auf jeden Fall recht gut noch verhindern, dass wir da in Rückstand liegen. So. Und so. Und so. Einfach schön nach vorspielen. Ist da über Bolingoli. Na ja, gut. Hätte ich besser spielen können auf jeden Fall. Aber es war okay soweit. Es ist jetzt eher gefährlich. Also. Sehr gut von Samaseko. Der holt uns da schon mal ein bisschen Zeit raus. Und dann auch noch Ramalho und das war absolut kein Foul. What the fuck? Also das war einmal absolut kein Foul. Puh. Okay, der war nicht schlecht geschossen. Das war auf jeden Fall sehr knapp. Und weiter geht's. Wieder ab durch die Mitte auf Keen, auf Dabur. Und jetzt mal Richter. Und jetzt Beibohnen. Der. Grünes Timefinish von Beibohnen. Schaut irgendwie lustig aus. Bei dem ist es so heftig, wenn ihr bei dem ein grünes Timefinish trifft, dann vibriert der Controller. Das ist schon. Heftiger eigentlich. Na, das war der falsche Spieler. Ich wollte Bolingoli schicken, aber nope. Gut, kann man nichts machen. Zur Halbzeit 0-0. Hey, wenn wir einen Punkt aus dem Spiel holen sollten, sind wir safe weiter. Also das ist eigentlich schon recht zufriedenstellend, aber natürlich 3 Punkte. Die wollen wir. Und ja, also ich muss auch sagen, für das, dass noch keine Tore gefallen sind, war die Partie nicht wenig spannend. Das ist keine fucking geile Karte. Die Gelbe kann man nicht geben, what the fuck, was ist das für eine scheiß Ansage? Also, ohne Scheiß, der Bur ist zwar echt nicht schlecht so, aber keine Ahnung, Körper der Typ anscheinend gar kann. Mhm, finde ich nämlich auch. Und ja, gut, Richter auf die Seite laufen wir dann, bringt leider nichts, aber jetzt haben wir mal Dabur. Gelbes Time Finish, der ist drinnen. Ohne Scheiß, du maulst über Dabur und er macht's Tor. Es ist. Ein wichtiges Tor auf jeden Fall. Wir kommen unsere 3 Punkte einen Schritt weiter, einen Schritt näher. Und jetzt Schlager für Richter. Schlager ist eigentlich immer gut für Joker-Tor. Okay, so kann man ein Pass auch spielen. Aber Samaseko ist einfach wieder da. Samaseko ist unser kleiner Kanté. Nur Pass spielen kann er nicht so gut. Und. Gut. Das haben wir retten können. Also, da kann man ein Foul geben. Also, keine Ahnung. Das war so gezogen. Ja, und das könnte nochmal interessant werden. Weil, was ihr auch bedenken müsst. Oh, Bolingoli. Vielleicht mit seinem ersten Tor. Na, schade.
Was ihr aber denken müsst, sollte PSG jetzt gewinnen, haben wir noch die Chance auf den ersten Platz. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Wenn wir nämlich dann noch gegen Fenerbahce gewinnen, dann schaut das sehr, sehr gut aus für uns. Und da hat es aus Sharabi anscheinend. Aber wir dürfen nicht vergessen, noch ist das Spiel nicht vorbei. Ja, noch ist das Spiel nicht vorbei, wie schon gesagt. Das ist übrigens nicht so ideal. Aber dafür, wir legen einfach noch eins nach. Das schaffen wir schon. Oh fuck. Schade, das war echt gut herausgespielt bis dahin. Und Fehlpass. Jetzt ist halt, wenn wir das Tor bekommen haben, ist unser Team immer richtig schlecht, leider. Lol. Ja, wir müssen halt aber denken, dass der Physiswert von unseren Gegner viel höher ist als unsere Physiswerte. Das heißt, die haben einfach länger Kraft. Also schön langsam wird das Ganze noch einmal spannend. Parkas bringen wir mal gern rein. Und dann stellen wir mal um auf Offensiv. Wenn der durchgegangen wäre. Ohne Scheiß, wenn der durchgegangen wäre. Und ich meine, ja gut, jetzt da dreht unser Gegner noch einmal richtig auf, weil mit den 3 Punkten werden sie fix Erster. Und oh mein Gott, schon langsam wird es echt interessant. Und ich will Carlton nicht einwechseln. Die werden aber trotzdem schnell wechseln. Und zwar muss Davis raus. Statt Davis kommt er rein. Wir versuchen es einfach. Und schon auf sehr offensiv. Weil, naja, was haben wir zum Verlieren? Ohne Scheiß. Wir haben nichts zum Verlieren. Fehlpass von Samaseko ist auch sehr selten, muss ich dazu sagen. Kommt aber offensichtlich vor. Ah, es ist einfach. Es ist grausam. Und das war's. Ja gut. Wir gehen mit einem Punkt im Gruppenspiel weiter. Was jetzt so viel heißt, wie, wir werden es gleich in der Tabelle hoffentlich sehen, also ich werde es euch gleich zeigen können. Genau, das Achtelfinale erreichen, da haben wir es schon gehabt. Das war wichtig, da ich zeige es euch noch einmal in der Tabelle. Wettbewerb wechseln, Champions League. Und ihr seht es, wir sind genau jetzt 3 Punkte vor PSG und haben auf jeden Fall eine bessere Torbilanz. Auf jeden Fall eine bessere Torbilanz. Dementsprechend würde ich sagen, wir spielen gegen Fenerbahce auf jeden Fall sowieso auf Weltklasse, das habe ich eh schon gesagt. Aber PSG hat keine Chance mehr, uns einzuholen. Und sollte PSG gegen AS Rom gewinnen und wir gegen Fenerbahce, sind wir Erster. Also, es ist jetzt halt wichtig. Achtelfinalauslosung werden wir dann eh sehen. Morgen geht es weiter gegen den WAC. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich bin motiviert. Wir sehen uns morgen. Bis dahin.